Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Warte mal nochmal, sorry, ich habe überall hingeguckt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo, wir wünschen euch frohe Ostern. Frohe Ostern. Und wir haben gerade das Meerschweingehege groß sauber gemacht. Und bevor jetzt die Schweinchen wieder reinkommen, hat sich da ein bisschen der Osterhase ausgetobt und ein bisschen was für die Kleinen vorbereitet. Wir drehen eben mal die Kamera. Da oben ist auf jeden Fall noch der Osterhase mit seinem Wagen voller Ästen und Ostereiern. Und für die Schweinchen hat er überall kleine Osternestchen platziert. Mal gucken, ob die Schweinchen die nachher finden werden. 6 Stück an der Zahl. Für jedes Schweinchen 1. Und weil das noch nicht genug ist, haben wir für die Schweinchen auch noch einen richtig süßen Osterteller vorbereitet. Wie wir den vorbereitet haben, zeigen wir euch jetzt. Jetzt schauen wir mal, wie die Schweinchen das Gehege und ihre ganzen Osterverstecke erkunden. Wie man im Hintergrund hört, sind die Schweinchen schon sehr ungeduldig, deswegen kommen sie jetzt zurück ins Gehege. Lione. Dann haben wir hier einmal die Nami. Die freut sich ganz besonders. Dann der Bumi. Bumi hat auch schon richtig Lust. Nami hat auch direkt das erste Nest gefunden und Bumi auch schon. Oh. Dann kommt die Shirai. Essen ist erstmal wichtiger als erkunden. Das ist immer eine goldene Regel bei unseren Schweinchen. Dann mal gucken, ob Ruki auch direkt ein Nestchen findet. Sie hat auf jeden Fall richtig Lust und natürlich hat sie direkt ein Nest gefunden. Dann kommt noch die süße Milka. Oh, die hatte gar keine Lust. Hat die Shiroi gerade auch schon nicht. Und natürlich noch die süße Hina. Vorsicht, Hina. Einmal hopp. Einmal hopp. Also erkunden tut hier niemand groß, ist direkt fressen angesagt. Hina vor allem direkt zum Heu. Ja, und Milka jetzt auch. Aber doch, jetzt kommen sie langsam ins Erkunden, oder? Die haben auch zuerst den Dill weggefressen, ne? Ja. Kleine Lümmelmausis. Das mögen sie halt ganz besonders gerne. Mhm. Ich bin mal sehr gespannt, wer sich dann zuerst da ins Osternestchen traut. Bin ich auch mal gespannt. Ist ja ein Nest im Nest. Milk hat auch noch ein Nest gefunden, also ist nur noch das im Osternest über. Das Nest im Osternest. Ja, Milk hat wahrscheinlich den Dill gerochen, der ist ja sehr intensiv im Geruch. Ach, ihr kleinen Süßen. Das ist genau da hinten nach Bumis Geschmack. Schön viel Burg. Schön viele Ein- und Ausgänge. Genau. Kann man richtig schön durchrennen. Ja doch, jetzt sind sie ein bisschen mehr am Erkunden. Mal gucken, wo hier alles ist. Was hier alles passiert ist. Da ist Bumi gerade ein bisschen durchs Bild gehoppelt, wie so ein Kaninchen. Der ist ja in Osterstimmung. Ach ja, wie der Osterhase natürlich, nicht Kaninchen.
Ihr dürft da auch ruhig rein, meine Mausis. Habt ihr auch noch nicht realisiert, dass man da rein kann? Ich glaube auch nicht. Das ist auch ein bisschen höher. Ich bin eh mal gespannt, ob sie da reingehen, weil das ja ohne Überdachung ist. Wir haben aber auch kein Häuschen, was so groß ist, dass es da drunter stehen kann, außer bei dem Doppelhängemattengestell. Ja, aber da wollten wir lieber eine Hängematte haben und eine Waschanlage. Das lieben die Schweinchen über alles. Wie süß er hier durch die Gegend stolziert, ne? Immer wieder kurz stehen bleibt für Essen und wieder weiter, Leute. Was auch immer Hina gesehen hat. Ah, ist Hina die Erste? Ah, das war richtig knapp, Hina. Das schon, sie läuft ja jetzt hinterlang und boxt das weg. Das wäre auch typisch. Sie auch immer einfach einen riesen Bogen drum machen. Schon süß. Auf jeden Fall wurden die Nester schon ganz schön geplündert. Ja, da ist nicht mehr viel übrig. Dann ist da noch ein Osterteller und dann gibt es nachher noch einen richtig großen Salatteller. Weil die ganzen Nester reichen natürlich nicht für die Schweinchen. Ich glaube Nami. Ja! Nein, doch. Ja, Nami ist die Erste. Kleine Süßmaus. Und direkt wieder umgebaut. Ich glaube mit den Fransen, da knabbern die glaube ich dran. Müssen wir beobachten, wie gut das Bett bei unseren Schweinchen funktioniert. So das Nest. Also hier vorne von dem Nest ist überhaupt nicht mehr viel übrig. Ja, das hat Milka ganz schön weggeputzt. Da vorne aber bei der Burg auch gar nicht mehr so viel. Und bei der Hängematte ist Hina gerade noch, also hier bei der Waschanlage ist Hina gerade noch am Wegfuttern. Vernichten. Ja. Und Chirol gibt auch alles bei der Hängematte. Sieht ein bisschen so aus, als wäre Milka ein bisschen verwirrt, ne? Ja, ein bisschen lost, ne? Ein bisschen lost. Sie sucht wahrscheinlich den Teller. Ich den können wir auch mal reinpacken. Ja, dann hol den mal. Können wir hier nochmal rein zeigen? Mal gucken, ob die Mausis das überhaupt mitbekommen. Und auch zuerst der Dill. Wie bekommen die das mit? Das ist ja ein Teller, also kann man direkt mal also Mega, loslegen. Also Mega zieht direkt die Möhre weg und zwar beide Streifen. Hina! Nee, lieber Heu. Hina ist gerade wirklich mehr wieder ein Heuki. Bumi ist richtig respektlos. Yep. Mal die Rasenfläche oder die Grasfläche klauen und direkt liegen lassen. Ah. Ja, Karotte gibt es ja nicht so oft, ne? Direkt erstmal alles geben. Alles gut. Da Drucki sich nur kurz erschrocken. Timo hat gerade kurz gehustet. Aber das ging. Das sind die Schweine ja auch mittlerweile leider gewöhnt. Ich glaube, so Zuckerhut mögen die gar nicht so gerne. Ich glaube auch nicht. Das sind zumindest ziemlich zurück, oder? Das andere ist einfach alles leckerer. Ja. Der arme Osterhase. Der ist einfach schon komplett auseinandergenommen. Und Nami bekommt das alles gar nicht mit. Und Hina ist auch eh lieber beim Heu. Ich denke auch so, was soll das denn? Alle so klein gemacht. Ah doch, Ruki mag das. Ach, da kommt ja die Hina-Maus. Vielleicht mag Hina das ja auch. Die Reste. Na, guck mal, Nami ist auch mit dabei. Die Staubsauger. Ja, aber Nami ist nicht begeistert.
Und für euch gibt es jetzt nochmal einen Zeitraffer, wie Hina da den Rest vernichtet. Es war auf jeden Fall eine sehr kurze Ostersuche. Die Schweinchen waren sehr gut dabei, ihre kleinen Nester zu finden und haben das Futter alles ganz schön weginhaliert. Ja, nur auf den Rest hat keiner mehr so Lust. Mika denkt auch direkt, es gibt jetzt noch mehr. Gibt es auch, aber wir machen das Video vorher. Also wir beenden vorher das Video. Das war auf jeden Fall eine zuckersüße Osternestersuche. Und auch wie die Schweinchen den Teller vernichtet haben. Ja, das war schon sehr niedlich. Wir hoffen, ihr fandet das auch süß und wir wünschen euch noch ein paar schöne Osterfeiertage. Oder wenn ihr Ostern nicht feiert, ein schönes verlängertes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche beim nächsten Video. Tschüss! Tschüss!